I'll handle things from here on. So, und damit, hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von Ghost Runner, beziehungsweise das erste Video von Ghost Runner, dem Cyberpunk Mirror's Edge Ninja Game Mix irgendwas. Trailer sah geil aus, der Trailer gerade war auch super nice aus. Ich glaube, in VR wäre es nochmal richtig geil. Spieleinstellungen mit Winkel. Sprache, Deutsch, Untertitel an. Video, Helligkeit, als Spiel. Neues Spiel. Ich bin mal gespannt. Es sah geil aus. Es sah im Trailer geil aus. Die Screenshots im Store sahen geil aus. Mal gucken, ne? Die Demo sah geil aus. So, wenn das jetzt richtig fettes Metzeln ist. Aber das heißt richtig fettes Metzeln. So. Mirror's Edge Ninja Gemetzel mit geiler Cyberpunk-Mucke. Joa. Oha. Can you hear me? No. Okay. Whoa, whoa, whoa. Your implants are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only the basic protocols from in here. Well, I'll have to suffice for now. Cool of air einzusingen. Boah, das ist aber echt hart. A trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. Drei Flüsse aus einer Zelle. Wo denn? Okay, die Musik ist schon hart geil, ne? The air ducts lead to another sector. Ups! Also wir waren uncut. Oha! 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 God, your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Oh. Ach, Digga! Alter, willst du mich verdammte Scheiße verarschen? Acceleration while in the air. Whoa. Is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Wer denn? Initiating the sensory boost. Focus, dodge, and go for the kill. Well done, but you won't last long in this state. You have to get out of prison so I can get your software in order.
I'm being held outside this dome zone. Also das Spiel macht sich auf jeden Fall hart Bock, ey. Und es sieht auch noch echt gut aus, ne? WTF? Wie ist das jetzt gestorben? Okay, also... Ist das jetzt... Meine Herren, Alter! Wieso trifft der mich denn schon? Oder, okay, sag schwer ist es also. Er trifft mich schon wieder. Was? Alter, das ist ja mal hart schwer, ey. Kritischer Fehler. Mein Gott. Was ist denn das für eine Grütze? Willst du mich verdammte Scheiße fahren? Boah, ich drücke mal X, Junge, das ist das. Follow the pipes to meine Herren, Alter. Jonas kann ja nur noch. Ich hab keine Füße, das wäre nochmal richtig geil gewesen. Use the surfaces to your advantage. Slide to gain speed. These sewers. Was? Das Spiel ist ja mal richtig hart schwer, ey. Und er tritt mich schon wieder. Nein! Boah, Alter. Ich glaube, das wird noch ein richtiges. Nein! Eieiei! Boah, ein Treffer zu treffen! Verdammte Axt, ey! Was ist denn hier los? Und der trifft mich schon wieder. Und dann trifft mich der andere. Gibt's hier keine Super-Move oder so? Und jetzt trifft mich der von da hinten. Jo, Alter. Dark Souls ist super. Meine Herren, ey. Alter. Das Spiel wird auf jeden Fall haarig. Check my signal. They know I'm talking to you.
It's only a matter of time before they breach the doors to myself. Find me before they get inside. Dome on lockdown. Each guard has a built-in lockdown chip. Each guard has a built-in lockdown chip. Disabling them will unlock the door. Boah, den habe ich ja gar nicht gesehen. Alter, okay, das ist. All tenants are to remain in their homes. Lockdown lifted. Go. Oi. Okay, also na. Was soll ich denn da? Schwert auswählen. Oh, ich habe verschiedene Schwerter. Bei Gold sieht. Oha! Nein, Mann, nämlich so blau. Das ist ja mal richtig cool, ey. Muss ich drücken. Ach, X. Tode 35. 34 Tode. Alter Vater. Das heißt wahrscheinlich eine Trophäe bestimmt. Schaffe das Level ohne einmal zu sterben. Ja, das werde ich nie im Leben schaffen. 34 Mal gestorben in einem Cocktail. In dem ersten Level des Spiels. Ich will nicht wissen, wie sackschwer die Level dann generell werden. Für das Kurs vom Trailer ist so der Prolog. Representatives up ahead. Hope you're not afraid of heights. Was ist das? Wie soll ich das denn jetzt machen? That's victory. There's little time. Survive him! Hahaha! Support. Yo, ey! You, Alter! Wow, super. Ist das doch eine Kacke, ey. Hätte ich abschieben, abwehren oder? Schieß. Ah, gut zu wissen, ey. Okay, das mach ich jetzt nicht. Also ein Treffer. Moin, ey!
welcher Arsch hab ich denn jetzt getroffen? Leck mich doch eine Socken, du Kartoffelkopf! Und jetzt... Alter! Taktisch! Fingerspitzengefühl! Und keine Ahnung. Genau, so macht man das. Boah, Alter, ist. Alter. Je schneller du bewegst, desto einfacher ist es. Ja, am Arsch ist es einfach. Ja, genau, Alter. Prisoner Termination Protocol initiated. Also, ich glaube. Gesicht, du solltest doch ein... Oh. Junge, das ist so haarig, ne? Mal genau, Alter! Alter, ey. Ich glaube, das Spiel. Gerade wegspringen, ey. Dieses Eintreffer-Dinge, Crash Pinnacle Spiel. Nein, ey! Was ist denn das für ein Arschgesicht? Wow, bin ich denn jetzt hingesprungen? Also, wenn man das richtig kann, dann macht das. Nein! Verdammt, Axt! Ich glaube, du bist nachher richtig perfekt hin. Nein! Alter, ist das auch eine Grütze, ey! Das Spiel macht auch die Scheiße. Dort trotz ist doch auf dem Schirm. Aber man weiß, man sieht das immer nicht besser. Falsche Taste gedrückt. Ich habe Spring gedrückt, nicht schlagen. Oh. Ja, das war schwierig. Alter, wie oft soll ich denn noch sterben? Was? Was?
Genau! Du mich auch! Alter, ich glaube, das wird die nächsten 10 Jahre noch weitergehen. Ja. Mal gucken, wie oft bin ich jetzt gestorben? 50 Mal? Prisoner threat level extremely high. Trophäe, Schwertrunner, ja. Ich glaube, ich glaube, richtig kann das wieder schon richtig Porno sein. Prisoner released. Das muss ich in der ersten Box machen. Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Okay, wer ist er? Welcome to Cyber Void. Time to fix you up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me Architect. Who am I? You're a Ghost Runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here, but we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. Okay, was ist das? I remember a fight. Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that. Even for someone like you. A ghost runner. Yes. Your bodyguards, peacekeepers, arbitrators, and anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara, or the Keymaster, as she calls herself now. 20 years ago, she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I died. My body did anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. What is the tower then? Humanity's home. A megastructure that once housed a million. It had been under my care since its creation. Almost a century ago. I served the people, kept them safe. Maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower, ruining what I've built, bringing us back to the verge of extinction. Das Spiel wird noch richtig geil. Sack schwer, aber richtig geil. Why can't this place be normal? Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. The incompetent repairs you were subjected to made you divergent. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But we'll change that. Who repaired me? That would be the Climbers, a group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. Hello?
How did she manage to win? I was stabbed in the back. We both were, you and I. Who was she? Was? A dear friend. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now, is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. What do you want me to do? Kill Mara, of course. To be able to do that, you'll have to relearn a few things and tweak your performance. But first, jump. We need to get back, and it's much quicker this way. Spring. Okay. Auch wieder 34 Tote. Rangliste, geringste Anzahl an Toten. 34. Tonaufnahmen, Schwerter? Was? Achso, Artefakte gibt's noch, gab's da nur. So richtig geile Moves machen kannst, ey. Ich glaube, dann rockt das Spiel richtig. Bis zur nächsten Runde. Verbesserung. Gas war das System Kalibrierungspanel. Okay. Kalibrierungspanel. Gib mal ein Plätzchen. Bonusmodul. Boostmodul. Hier ist Booster. Okay, ja, gut. Cyberobjekte werden auf dem Radar angezeigt. Kann ich das Ding da hinsetzen? Mach nur da unten. Karte, Abwehr, Sprint. Kann ich das Ding hier drehen? Ich kann es drehen. Moin, ja, schön. Sehr schön. Oh, ich hab gedacht, wir sind kleiner. Okay, ja, gut, lass mal so. Our first stop is one of the few remaining Cybervoid mainframes, located in an old mining tower. We can use it to correct the corrupted parts of your code, and hopefully restore your more sophisticated functions. Hopefully. There's no guarantee the data will be intact, but we'll cross that bridge when we come to it. Hm. Mach ob das Dinge. Ah. Ja. Wie soll das denn funktionieren? Ah, okay, so funktioniert das. So funktioniert's. Geht ganz schön tief runter, wa? Hui, da hui, das wär. Nein! Oh.
Digga, was meckert denn noch? Ja, genau, man springt einfach mal nur dagegen. Our goal lies far above, at the core of Dharma City. This means we'll need to get out of the base district. With the chaos the rebels caused, it's going to be troublesome. How can you assist me? In combat, I'm afraid I can't. Cybervoid Remnant is the only medium I can interact with. I will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from that, just think of me as a voice in your head. One that you should listen to if you want to stay alive. Digga, wo willst du hin? Nicht so weit springen. Schade. Ja, ein paar Sachen zerstören können wir auch ganz cool. Ja, und nun? This is Zoe Avila of the Climbers Rebellion. If there's anybody alive out there, please respond. You said they were... You said they were dead. They are. Except for her, it seems. No one will answer this broadcast. Trust me. I keep track of any potential assets. And a single, desperate survivor is no asset. Whoa. Keymaster Guard is patrolling the area. They may have located the mainframe. Can they use it? No, but they can destroy it, like they did to most of the Cybervoid hardware. This is Zoe Avila of the Climbers. Please, can anybody hear me? Anybody? This is... Ghost Runner. The Ghost Runner? Jack? You're awake! Yes. How? We've been rebuilding you for months. We tried everything we could to wake you up, but you never would. It wasn't up to me. Oh. Jetzt ist aber spannend hier. Nein, ey. Oh, da war ich jetzt gar nicht. Oh, verdammt, Axt! Oh, muss ich mich verschneiden. Genau! Schieb mich ruhig in der Luft auf. Machen wir halt so. Gut. So, liebe Leute, ich muss sagen, ich beende mal hier das Video. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und was hat auf eine Runde Ghost Runner Ninja Cyberpunk geschnitzelt hier?
Das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Wäre super geil, ich würde mich sehr freuen. Ich würde euch jetzt rüberkommen. Ist egal, machen wir im nächsten Video. Ja, nächstes Video wollen wir hier auch noch ein bisschen weiter durchschnetzeln. Und hoffentlich mal richtig geile Fähigkeiten freischalten. Super Sprint und dreifachen Turbo-Sprung. Und all sowas. Ist halt so richtig irgendwo, dass das eher ein Spring ist. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Aber gucken, wird schon. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid irgendwie gerne beim nächsten Mal dabei. Wäre ich ganz geil, würde mich sehr drauf freuen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit euch.